Ja, herzlich willkommen von mir. Und Sie haben ja zum Teil darüber berichtet, die Bertelsmann Stiftung hat eine Studie aufgelegt mit dem Ergebnis, dass man 2/3 der Krankenhäuser schließen könnte. Nicht sehr überraschend aus unserer Position heraus, dass wir diese Forderung grundweg ablehnen. Das ist ein absolut verquerer Vorschlag. Und Sie kennen unsere Plakate, Gesundheit ist keine Ware und die Gesundheitsvorsorge eben auch kein Geschäftsmodell. Die Studie ist aufgesetzt für eine Region Köln-Leverkusen, dicht besiedelt. Aber was würden diese Vorschläge eigentlich in Regionen bedeuten, zum Beispiel, wo ich Politik mache? Ich komme ja aus Thüringen, ländlicher Raum. Wenn man dort tatsächlich dazu käme, 2/3 der Krankenhäuser zu schließen, zum einen, die Wege zur Notaufnahme wären für viele Bürger und Bürgerinnen überhaupt nicht mehr erreichbar. Aber auch dann, wenn man im Krankenhaus ist, Angehörige, die vorbeikommen wollen auf Besuche, die haben oftmals überhaupt, wenn sie dann auch entsprechend über geringes Einkommen oder geringe Mittel verfügen, keine Gelegenheit mehr, diese Krankenhäuser aufzusuchen. Und ich glaube, es gibt noch etwas Zweites an dieser Studie zu kritisieren. Klein bedeutet nicht schlecht. Und zum anderen, wenn man dann auch noch so eine Forderung untersetzt mit zukunftsfähig, dann geht es unserer Meinung nach komplett in die falsche Richtung. Wir haben vielfach auch an dieser Stelle hier unsere Vorschläge unterbreitet. 5 Punkte zu einer besseren Gesundheitsversorgung. Sie wissen es, wir brauchen eine bedarfsorientierte Finanzierung. Wir brauchen die Ausbildung in öffentlicher Hand. Wir brauchen eine bessere Bezahlung in den Krankenhäusern. Dafür streiken ja auch ganz viele Pflege und Pflegerinnen gerade aktuell, zum Beispiel in Berlin an der Charité oder in der Gruppe von Vivantes. Das ist der richtige Weg. Der Sparzwang, der auf den Krankenhäusern liegt, muss beendet werden. Die chronische Unterfinanzierung muss gestoppt werden. Und das wären die politischen Antworten auf die Situation in der Gesundheitsversorgung und nicht das, was diese, finde ich, tatsächlich neoliberale Studie vorgeben will. Zweites Thema. Wir sind auch im Bereich der Arbeitskämpfe. Amazon Prime Day, ja, die Kunden und Kundinnen freuen sich über Rabatte, 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 aber die Beschäftigten haben derzeit eine ganz andere Message und sie sind 2 Tage im Streik hier in der Bundesrepublik aufgerufen durch Verdi, an anderen Standorten von Amazon auch unterstützt durch Gewerkschaften und Beschäftigte. Der Slogan ist, kein Rabatt auf unsere Einkommen, weil Amazon, und wir haben es auch im Europawahlkampf immer wieder betont, ist ein Unternehmen, ein transnationales Unternehmen, wo tatsächlich Ausbeutungsbedingungen herrschen. Das heißt niedrige Bezahlung, schlechte Arbeitsbedingungen, Tarifflucht. Deswegen, auch wie in der Vergangenheit, wir unterstützen, wo wir können, derzeit die Streiks an den 7 Standorten in der Bundesrepublik, ob die nun in Ost oder West liegen. Und da sind auch viele Landesverbände der Linken aktiv. Sie wissen, mein Thema, die Auseinandersetzung mit der extremen Rechte, deswegen 2, 3 Bemerkungen zu dem, was ja seit Tagen in den Medien hoch und runter geht, der Richtungsstreit in der AfD. Wer wird sich durchsetzen? Ja, es gibt so etwas wie einen Richtungsstreit. Ich würde es aber eher als Dilemma der AfD bezeichnen. Wir stehen ja in der Situation, wenn wir da drauf schauen, ob das jetzt Flügel genannt werden sollen, da bin ich auch ein bisschen skeptisch. Aber wenn sich die Gruppe um Höcke durchsetzt, also ich nenne es bewusst die nationalsozialistische Richtung, dann wird ein Teil in dieser Partei, die marktradikal, bürgerlich, rechtskonservativ sind, gegebenenfalls sich in einer Minderheitenposition befinden. Das ist nicht das Wichtige, das Zentrale ist, viele Spender und Spenderinnen, auch Großspender, die hinter der AfD stehen, kommen eher aus diesem marktradikalen, neoliberalen Bereich. Die Frage ist, wie es dann überhaupt noch mit den Geldflüssen in Richtung dieser extrem rechten Partei aussieht. Deswegen ist diese Auseinandersetzung tatsächlich wichtig zu beobachten, was den weiteren Kurs der AfD anguckt. Rückwirkend betrachtet auf die Geschichte der AfD seit ihrer Gründung 2013, sie ist in mehreren Sprüngen, Abschnitten nach rechts gerückt. Und der rechte Teil hat sich immer durchgesetzt. Und die Mitgliedschaft, wie auch die Wähler und Wählerinnen, haben jede Rechtsentwicklung der AfD mitgemacht. Ich glaube an der Stelle nicht, dass sich der Rechtskurs jetzt aufhalten lässt, auch nicht darüber, dass es jetzt eine
ich finde, tatsächlich auch wichtige exponierte politische Debatte zur AfD gibt, sondern die zentrale Auseinandersetzung, insbesondere mit Blick auf die Landtagswahlen, ist natürlich klarzumachen, für was diese Partei in Gänze steht und dass uns trotz aller Beteuerungen der CDU eine Zusammenarbeit auch von Konservativen und extremen Rechten droht, wie wir es zum Teil ja schon auf kommunaler Ebene sehen. Das ist die zentrale Auseinandersetzung und dabei kann man natürlich auf die AfD schauen, wie sie sich entwickelt. Das ist aber nicht der zentrale Punkt. Ja, Außenminister Heiko Maas hat ja, und das ist richtig, nochmal betont, dass wir einen europäischen Verteilmechanismus für die Aufnahme von Geflohenen in der Europäischen Union brauchen. Da hat er einen Punkt, aber wir können über die Verteilung erst reden, wenn die Menschen gerettet sind. Deswegen ist unsere Forderung, also die Botschaft der Linken, auch mit Richtung an das Innenministerium derzeit, dass dort alles getan wird, auch mit Druck auf anderen europäischen Ländern, dass die Seenotrettung ungehindert und effektiv im Mittelmeer arbeiten kann. Weil sie sind dafür verantwortlich, dass überhaupt Menschen in einer lebensbedrohlichen Situation gerettet werden können. Danach können wir und müssen wir über Verteilung reden. Aber jetzt geht es, und ich finde, das ist ja auch eine klare Forderung aus dem Bereich der Organisationen, die sich dort engagieren, dass die Schiffe freigegeben werden, die derzeit beschlagnahmt sind, dass die Juventa und die Sea-Watch 3 wiederfährt, dass es keine Kriminalisierung gibt derjenigen, die dort ehrenamtlich diese wichtige Aufgabe leisten, die unserer Auffassung nach sowieso im Grunde staatlich organisiert sein muss. Wir wollen eine staatlich geförderte zivile Seenotrettung. Das ist aber jetzt erstmal eine Zukunftsmusik. Ganz konkret müssen jetzt die Schiffe fahren. Dann reden wir über Verteilung. Und ein zweites, das darf mir als Innenpolitikerin noch erlaubt sein. Es ist unerhört, und da könnte auch Herr Maas mal auf seine Kollegen im Innenministerium oder in den Innenministerien einwirken. Unerhört, wenn jetzt zum Beispiel im Bericht des Landesamtes für Verfassungsschutz Hamburg die Seebrücke dort irgendwie als Aktivität oder Organisation aufgeführt wird, der man verfassungswidrige oder auf jeden Fall beobachtungswidrige Aktivitäten unterstellt. Der Dank muss diesen Leuten gelten und nicht die Kriminalisierung. Offen für Fragen. Ja, bitte. Reimers, ARD Hauptstadtstudio. Ich habe eine Frage zu einem anderen Thema, ja, und zwar zum Thema PKW-Maut. Es gibt ein Zeitungsinterview mit dem Präsidenten des Bundesrechnungshofes, Scheller, der sagt, man müsse darüber nachdenken, ob man eine PKW-Maut ohne Kompensation einführt. Also eine aus ökologischen und ökonomischen Gründen, man hat jetzt auch die Geld schon ausgegeben für die Maut und man will ja irgendwas für den Klimaschutz tun, also PKW-Maut für alle. Also bei allen Vorschlägen, die darauf zielen, vorgeblich die Fragen des Klimaschutzes oder Klimagerechtigkeit in den Fokus zu nehmen, dann aber etwas tun, was niemals unser Ziel sein kann, nämlich die Verbraucher und Verbraucherinnen, die Beschäftigten, die Menschen, die jeden Tag auf Arbeit müssen, heranzuziehen, um entsprechend irgendwie die Kosten für diese notwendige ökologische Transformation zu leisten, sind wir ganz klar auf der Seite, die sagen, wenn es darum geht, auch mit Regulationsvorschlägen entsprechend hier einzugreifen, dann müssen wir die Verursacher in den Blick nehmen, und zwar die großen Verursacher. Und das sind nicht irgendwie die Bürger und Bürgerinnen, die gezwungen sind, ihr PKW zu benutzen, weil sie zum Beispiel nur so zur Arbeit kommen und möglicherweise sogar ein altes PKW haben, weil sie sich überhaupt ein neues nicht leisten können, sondern da müssen wir ran an die Kartelle, an die Stromkonzerne, an die großen Unternehmen, die gerade was den Energieverbrauch auch noch also subventioniert quasi sind, ja, und ähnliches mehr. Und wir sagen immer, wir verbinden an der Stelle ganz bewusst auch ökologische Forderungen, auch Forderungen natürlich zu einem tatsächlichen gesellschaftlichen Bruch mit dem, wie bisher produziert wird und gewirtschaftet wird, immer auch mit der sozialen Frage. Das darf nicht auf den Rücken, wie gesagt, derjenigen, die wenig Geld haben, die in Arbeit sind und auf ihren, zum Beispiel im Moment noch auf ihr PKW angewiesen sind, irgendwie auf dem Rücken derer irgendwie ausgetragen werden. Das heißt, PKW-Maut im Sinne des Klimaschutzes kommt für die Linke nicht in Frage?
Also im Sinne, genau, also alle diese sozusagen Verbraucherinnenabgaben, ja, wo es darum geht, vermeintlich etwas für den Klimaschutz zu tun und irgendwie sozusagen die Bürger und Bürgerinnen als erstes zu belassen, sind der falsche Weg. Wir sollten erstmal sozusagen an die großen Verursacher schauen, irgendwie die großen Betreiber der Kohlekraftwerke in der Bundesrepublik, die Luftfahrtunternehmen und so weiter, über die müssen wir reden, irgendwie auch irgendwie über irgendwie auch insbesondere Industriepolitik, die diese Jahrzehnte begünstigt haben. Ja, und das ist sozusagen für uns der viel effektivere Weg irgendwie als irgendwie bei den Menschen anzusetzen, bei denen übrigens solche Botschaften natürlich auch existenzielle Ängste auslösen. Ja, also Leute, die wenig Geld haben und jetzt hören, ich zahle noch mehr für tanken, für heizen. Ja, heizen ist ja lebensnotwendig, ich muss ja meine Wohnung warten. Irgendwie bei denen irgendwie ist das sozusagen eine Botschaft irgendwie, wo ich glaube, dass dann noch ganz viel von dem befördert wird, was wir insgesamt gesellschaftlich als Problem haben, nämlich diese Abwendung von Politik. Also ich denke erst einmal, dort, wo Daten anfallen, egal wie und in welcher Form, gibt es Begehrlichkeiten von Sicherheitsbehörden, diese Daten zu benutzen. Sei es nun im Rahmen von Strafverfolgung, sei es im Rahmen dessen, was Geheimdienste an Daten erheben, um über Personen oder Gruppierungen Auskunft zu erlangen. Deswegen gehe ich fest davon aus, dass dort, wo derzeit solche Daten vorgehalten werden oder aber indem man entsprechend zugreift auf die Geräte, diese im Rahmen von sonstigen zum Beispiel angeordneten Maßnahmen anfallen, sowieso schon genutzt werden. Ja, es wird ja derzeit so getan, als bräuchte man jetzt erst eine Gesetzesänderung und dann würde man es machen. Ich glaube, es ist andersrum. Es ist übrigens der Weg, den unsere Sicherheitsbehörden immer falsch begehen. Sie machen erst etwas, sie schaffen erst die technischen Voraussetzungen, etwas zu können. Und dann sagen sie, wenn man drauf kommt, also wenn Abgeordnete entsprechende Anfragen stellen, oh, dann müssen wir aber schnell jetzt mal die gesetzlichen Regelungen anpassen. Das zweite Problem ist, genau in dieser Fragestellung schon begründet, dann wird gesagt, ja, es ist ja nur für den Bereich schwerer Straftaten und Terrorismusbekämpfung. Das kennen wir auch. Ja, es wird immer gesagt, es ginge nur um den Bereich von schweren Straftaten und Terrorismusbekämpfung. Die Realität ist, und das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, dass dann sehr schnell auch entsprechende tatsächliche Maßnahmen, aber auch, ich sag mal, nicht offene Datenerhebung für ganz andere Bereiche laufen. Deswegen glaube ich, geht es eher darum, jetzt mal irgendwie ganz klar zu sagen, zum einen, welche Verpflichtung haben eigentlich die Hersteller und Anbieter bestimmter auch Hosting sozusagen Möglichkeiten, die Sachen sind ja in der Cloud und so weiter, dass dort umfassend irgendwie Datenschutz und Recht auf informationelle Selbstbestimmung gewährleistet ist, sodass es überhaupt nicht möglich ist, von außen, ob das jetzt private oder Staat ist, auf diese Daten zuzugreifen. Und wenn Menschen weiterhin meinen, sie müssten so eine Technik unbedingt nutzen, ja, glaube ich, dann muss man ähnlich wie heute bei Internet oder Telefonie dann eben auch deutlich machen, dort, wo dann eingegriffen wird, braucht es entsprechende rechtliche Befugnisse, Anordnungen, aber auch notwendige Grundlagen. Das muss nachvollziehbar sein, überprüft werden können, das muss parlamentarisch kontrolliert werden. Das haben wir alles derzeit noch nicht. Also muss es auch Berichtspflichten gegenüber dem Parlament zum Einsatz geben. Es ist ja quasi auch einer Wohnraumüberwachung fast gleichzustellen, weil ich natürlich, jeder weiß, wie man so ein Gerät nutzt, also ohne es zu wollen, natürlich immer auch Daten aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung dort mitfasse. Und da hat das Bundesverfassungsgericht einfach solche Hürden gesetzt, irgendwie, die, glaube ich, irgendwie müssen, wenn man sie reißen will, gesetzlich normiert werden. Aber ich wäre sowieso grundsätzlich dagegen. Nicht alle Daten, die ein Bürger, eine Bürgerin erzeugt, müssen der staatlichen Verfügung unterliegen. Danke.
Im Blick auf die Landtagswahl in Sachsen, da hat der Wahlausschuss ja die Entscheidung getroffen, nur die ersten Listenplätze zuzulassen. Wie bewerten Sie die Entscheidung? Ist es eine richtige Entscheidung oder wie auch mancher Verfassungsrichter inzwischen sagt, ist eine Entscheidung, die letztlich der Demokratie an sich mehr schaden zukommt? Also ich bin keine Juristin, aber ich habe mir auch von Juristen und Juristen nochmal die rechtliche Grundlage, das Landeswahlgesetz und Ähnliches erklären lassen. Und ich kann sagen, die Entscheidung des Landeswahlausschusses ist nicht nur richtig, sie war zwingend. Jeder, der jetzt argumentiert, es könnte politische Gründe geben, die dazu sprechen könnten, an der Stelle mal fünf gerade sein zu lassen, die haben für mich ein ganz fragwürdiges Rechtsstaatsverständnis. Gesetze gelten für alle gleichermaßen, sonst sind es keine Gesetze, sonst ist es Willkür. Und wenn der Listenvorschlag der AfD den gesetzlichen Voraussetzungen nicht entsprochen hat, dann gab es gar keine andere Wahl, als diesen nicht zuzulassen. Deswegen, es gibt gar keinen Spielraum und für mich auch gar keinen politischen Grund zu sagen, an der Stelle beugen wir jetzt Recht. Ja, wir beugen Recht, damit die AfD nicht länger irgendwie die Opferrolle spielt. Ja, was machen die dann als nächstes? Ich meine, das Thema Opferrolle machen sie alle zwei Tage. Ja, so irgendwie. Dann werden sie als nächstes das an jeder Stelle ziehen. Ja, und damit irgendwie gebe ich quasi Wasser auf die Mühlen irgendwie der AfD und nicht derjenigen, die versuchen, demokratische Mehrheiten, überzeugende demokratische Mehrheiten auch mit Koalitionsaussichten irgendwie in den Bundesländern zu den Wahlen zu organisieren. Kurze Nachfrage dazu. Es gibt ja durchaus Verfassungsrechtler, die das auch rechtlich anders sehen und das dann möglicherweise. Auf wen spielen Sie da konkret an? Zum Beispiel Frau Schönberger gerade im Spiegel. Ja, gut, aber das ist eine Einzelmeinung gewesen. Das ja. Ist unter, ja, also ich habe es bisher genau andersherum verstanden. Also es gibt klare rechtliche Regeln, wie eine Liste einzureichen sind. Da sind auch keine Soll- oder es sind auch Soll-Vorschriften, nicht Kann-Vorschriften. Und diese Regeln sind verletzt durch diesen gespaltenen Listenvorschlag. Da gibt es überhaupt sozusagen keinen Spielraum. Ich glaube, wenn man jetzt dann sagt, irgendwie, wie gesagt, da gehen wir mal über die gesetzliche Grundlage hinweg und lassen das mal zu, das würde eher die Tür öffnen, im Nachgang irgendwie zu der Wahl anzufechten. Also bisher, das, was ich juristisch verstanden habe, scheint sehr plausibel, was der Landeswahlausschuss dort entschieden hat in Sachsen. Ich glaube, Stichwort Landeswahlausschuss in Sachsen, was in der öffentlichen Debatte eigentlich nach vorne gestellt werden müsste derzeit ist, dass es mehr Leute geben muss, die sich darüber empören, wie die einzelnen Mitglieder dieses Landeswahlausschusses jetzt bedroht sind für eine Entscheidung, die sie sozusagen mit Blick auf die gesetzliche Grundlage und nicht irgendwie aus Ablehnung der AfD oder Willkür irgendwie getroffen haben. Das sind ja Situationen irgendwie, die man sich vor vielen Jahren noch gar nicht hätte so vorstellen können. Die müssen ja jetzt unter Schutz gestellt werden bei Sitzungen und ähnlich. Ich glaube, das gebührt irgendwie unserer Aufmerksamkeit und nicht irgendwelche Advokatenwinkelzüge, die jetzt die AfD anstellen möchte. Ja, bitte. Also ich weiß, wir haben als Fraktion der Linken im Bundestag uns auch schon in der Vergangenheit zu einem Teilaspekt stark gemacht, nämlich wir haben gesagt und haben uns einige ja wirklich für belächelt, was wir für Probleme hätten. Es muss kostenfrei gestellt werden, dort die Örtlichkeiten aufzusuchen. Aber das verweist ja auf das größere Problem, das jetzt die NGG richtigerweise aufruft. Tank und Rast war ehemals staatlich, ist dann privatisiert worden in den 1990er Jahren mit entsprechenden Auswirkungen, nicht nur für die Kunden und Kundinnen, sondern auch für die Beschäftigten. Und ich finde, ein Thema von uns ist klar Rekommunalisierung öffentliche Aufgaben auch in öffentliche Hand. Es ist eine öffentliche Aufgabe, so etwas vorzuhalten. Ich denke, die Bundestagsfraktion wird sich
nach der Sommerpause auch sicherlich darum kümmern, inwieweit wir da die Forderungen von NGG unterstützen können. Aber wir haben dazu noch nicht eine weitestgehende Beschlusslage. Morgen wird im Europaparlament gewählt. Wie ist die Haltung der Linken zu diesem ganzen Wahlprozess und vielleicht auch ein Blick auf die schwierige Situation, dass möglicherweise die Kandidaten nicht gewählt werden können? Was bedeutet das dann aus Ihrer Perspektive für den Vorgang jetzt der Regierung? Also es gab ja jetzt noch mal eine Einladung an Frau von der Leyen in die Fraktion. Ich habe das jetzt nicht im Detail verfolgt, aber ich glaube, wir sind dabei geblieben als Fraktion irgendwie, dass wir den entsprechenden Wahlvorschlag ablehnen. Ich kann sagen, mit Blick auf das Wirken von Frau von der Leyen, müssen ja nur die letzten Skandale aufrufen, ja, irgendwie Beraterverträge und aber auch insbesondere das Nicht-Agieren, was die Gefahr durch die extreme Rechte bis hin zum Rechtsterror in den Strukturen der Bundeswehr angeht, ist es für uns überhaupt kein tragbarer Vorschlag. Und deswegen glaube ich, man darf sich jetzt auch nicht die Frage zu eigen machen, was ist, wenn jemand durchfällt. Erstmal ist es ein demokratischer Wahlprozess, kann man immer durchfallen. Ja, es gibt keine Pflicht zur Wahl. Ja, also, ne? Dann müssen halt diejenigen, die diesen Vorschlag dort einbringen, eine Personalie präsentieren, die von einer breiten Mehrheit getragen wird. Das ist dann nicht die Frage der Opposition, als die wir uns ja auch im Europaparlament verstehen, jetzt da gute Ratschläge zu geben, wie man dort aufstellen sollte, sondern ich glaube, wir sind da sehr entschieden, nämlich wir lehnen den Wahlvorschlag ab. Und dann wird man sehen, obwohl es gibt ja unterschiedliche auch Signale aus der Sozialdemokratie, wie das dann ablaufen wird.